Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Oskar am Freitag. Zuerst die wichtigste Botschaft. Heute ist der 24. In 4 Monaten ist Weihnachten, denken Sie jetzt schon dran. Was Sie dann zu Weihnachten nicht mehr machen können, sind Karten kaufen für dieses Open Mind Festival, was morgen hier startet und bis Samstag? Jawohl, bis Samstag geht. Und wir haben uns die Mary hergeholt, weil sie eigentlich die Dame ist, die hier alles managt, zusammen mit ihrem Mann, Carlo-Johann. Das ist die Familie Stötzer. Und wir sind in Uelleben. Meine Damen und Herren, das ist sensationell. Uelleben macht das erste Festival. Wie ist denn die Idee entstanden? Ja, das ist vor einem Jahr entstanden bei uns, mehr oder weniger am Küchentisch. Da hatten mein Mann und ich die Idee, Festivals werden immer weniger, waren jetzt lange nicht. Wir haben keine Chance, auch mal wegzugehen. Wir haben kleine Kinder zu Hause, ne? Und da haben wir uns gedacht, da lass uns das doch einfach zu Hause machen. Ja, und dann haben wir angefangen zu planen. Wie kommt man aber trotzdem auf so eine Idee? Also ich meine, Uelleben ist ja nun nicht gerade Gotha und Gotha zwar nicht Erfurt, aber so eine Geschichte dann noch Open Mind, also aufgeschlossen soll man sein, wenn man herkommt. Ja. Man sollte es tatsächlich sein, wenn man dann mal so liest, wer da alles genau so auftritt und was da stattfindet. Genau. Genau so ein Festival, kein anderes. Ja. Trotzdem nochmal nach der Idee. Das sind die Wurzeln, sind bei mir zum Beispiel, ich war von 2006 bis 2008 ganz viel auf Lesetour in Leipzig, in Erfurt, in Sömmerda und so. Und da habe ich ganz viel Literaten kennengelernt, dort aus der Leipziger Untergrundliteraturszene. Ah, ja, genau. Da dann habe ich so ein bisschen Musikwurzeln auch noch aus den 90er Jahren. Da habe ich mal in einer Punkband gesungen. Erstaunlicherweise, genau. Und da, ja, man kann ja nun nicht nur eins machen. Ne, habe ich mir dann zumindest gedacht. Und ich kenne natürlich auch viele andere Künstler noch vom Art der Stadt, die auch malen, die tolle Sachen können. Und ich wollte die eigentlich alle einfach mal zusammenbringen und denen eine Chance geben, dass sie das mal zeigen können, was so los ist. Und die ganze Vorbereitung, glaube ich, ein Jahr, hast du gesagt, hat ja schon gedauert. Ihr habt ja auch Kartenvorverkauf gemacht. Wie viel habt ihr denn schon verkauft? Das verrate ich nicht. Das ist mein Geheimnis. Na gut, aber andersrum gefragt, mit wie vielen Leuten rechnet ihr da selbst eigentlich? Also wir rechnen so mit 500 Leuten. Und das ist auch alles so abgestimmt mit den Sicherheitskräften und pipapo. Das ist da eigentlich genau ein ewig langer Kampf, ehe man da alle Scheine zusammen hat, dass es dann auch losgehen kann, oder? Ja, es ist ein Problem. Also wenn man das noch nie gemacht hat in der Größenordnung, dann muss man sich ein bisschen Know-how anlesen und auch ein bisschen bei der Stadt mal fragen. Und die netten Damen und Herren dort auf den Ämtern, die waren wirklich ganz sehr kooperativ und haben mir ganz viele Sachen zugeschickt, mich angerufen, gesagt, haben Sie daran schon gedacht, haben Sie gewusst, das und das muss noch passieren. Also die haben mir da wirklich viel Arbeit abgenommen und jetzt bin ich natürlich um einiges schlauer. Mhm. Ne? Und so ging das halt relativ schnell vonstatten. Das ist aber ein Kompliment mal für die Stadtverwaltung und für den Landkreis, ja, oder? Muss man sagen, weil manchmal doch ist es ja so, dass also alle immer meckern, böse reden. Genau. Ja, nein, genau, auf gar keinen Fall, würde ich gar nicht meckern. Die waren echt ganz nett. So, jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt war es die ganzen Tage schön warm. Ich habe vorhin mal den Wetterbericht mir angeguckt und Sonnabend, Sonntag, so in die Ecke soll es ja dann noch mal etwas nässer werden. Gar kein Schiss, dass dann vielleicht die ganze Sache im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser fällt? Also es orakelt ja jedes Wetterprogramm was anderes. Wir sind da positiv eingestellt. Ich sag mal, wir haben vielleicht regnet es. Das wird, glaube ich, vielen gar nicht so viel ausmachen nach den letzten Tagen. Da sind wir froh, wenn mal ein bisschen, Abkühlung kommt. Und wir haben Notfallpläne, wenn irgendwie ein schlimmes Unwetter kommt, dann kann man da sich ins Auto retten. Man kann nicht sich vorne in die Schule retten, um dann mal abzuwarten, wie es wird. Und wenn es sich dann beruhigt hat, kann man auch super wieder weitermachen. Nun, auf der Homepage konnte man sehen, dass es also auch zum Zelten hier oder Campen eine Möglichkeit gibt. Mhm. Es kann aber auch gut und möglich sein, dass dann Leute aus Gotha kommen. Oder ist das von vornherein so eine Geschichte? Also wer kommt dann auf den Zeltplatz? Und ja, die kündigen sich ja an. Also das sind ja dann die Vorverkäufe. Die meisten kündigen sich an und sagen, wir würden gerne campen. Also wenn der Campingplatz voll ist, dann ist er natürlich voll. Dann tut es mir leid. Hätte man sich vorher kümmern müssen. Wie viele Stellplätze sind es denn dort dann? Also haben wir nicht gezählt. Bei 500 werden es sicherlich nicht sein. Aber ja, aber ich denke mal, das kriegen wir schon. Das kriegen wir schon hin. Ja, ich denke, dass dann viele aus der Region kommen werden. Wenn Sie jetzt jemandem erklären müssten, was so die Grundidee dieser Zusammenführung von Vorlesungen, von Musik, da sind ja auch sehr besondere Musiken, die hier angeboten werden. Was würden Sie da sagen? Was ist der Charakter dieses Festivals, was Sie organisiert haben?
unser Charakter ist eigentlich, wir wollen wieder auf die Bühne. Wir wollen Künstler aus der Region fördern, egal welches Genre. Wir machen kein Rechts, wir machen halt wirklich alles, was künstlerisch so machbar ist, wollen wir zeigen. Und wir Spaß haben, einfach zusammen ein Fest feiern und einfach zusammen auch einen Austausch untereinander zwischen den Musikern, zwischen den Künstlern, zwischen dem Publikum mal zustande bringen, dass man sich ein bisschen kennenlernt und das vielleicht nächstes Jahr wieder haben möchte. Also als Laie würde ich sagen, das ist sozusagen der Test, was man alles miteinander anstellen kann auf so einer grünen Wiese von Ölleben. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich doch mal überraschen. Gehen Sie doch einfach damit hin. Was kostet der Eintritt? Naja, das Tagesticket, da sind wir ungefähr bei 35 Euro. Mhm. Und es gibt zu essen und zu trinken hier. Es gibt lecker Essen. Da kann man dann noch mehr Geld lassen. Aber auf alle Fälle gibt es ein sehr, sehr buntes Programm. Schauen Sie mal im Internet nach. Da gibt es die E-Mail-Adresse. Nein, nicht die E-Mail-Adresse, die Adresse vom... Bitte mal, das ist www.open-mind-festival.de. Meine Damen und Herren, da müssen Sie mal lesen, was da alles angeboten wird. Das wird ein scharfes Wochenende in Ölleben, echt. Ja.